So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2023 oder F1 23 zu Breaking Point, zum Finale. Kapitel Nummer 13 steht als nächstes an. Kapitel Nummer 12 haben wir in der letzten Folge gesehen, jetzt geht's mit Kapitel 13 weiter. Eigentlich wollten wir ja jetzt wieder eine Mehrspielerkarriere starten, endlich mal wieder ein weiteres Rennen, das zweite Saisonrennen, aber irgendwie hat es erst mit der Technik nicht geklappt, dann hat es zeitlich nicht auf die Reihe bekommen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zu einem Karrierenrennen. Des Weiteren geht es erstmal weiter mit Breaking Point. Sollte es dann jetzt mit Breaking Point, werden wir jetzt durchziehen. Es sind noch vier Kapitel. Quasi jetzt das Wochenende bis Sonntag einschließlich und danach der Freitag wird um 12 dann mit Breaking Point im Finale weitergehen. Naja, wie dem auch sei, ich freue mich trotzdem, wenn wir uns wieder treffen und es dann weitergeht mit der Karriere. Ich hoffe, dass wir uns am Samstag treffen und dann hoffe ich, dass es soweit durchgeht bis zu meinem Urlaub, dass wir zumindest auf eins sehen können. Wenn nicht, geht's FIFA. Wir wollen das nämlich auch irgendwann abschließen. Aber jetzt erstmal zum nächsten Kapitel mit F1. Ich mochte Aiden nicht. Überhaupt nicht. Warum nicht? Ich fand ihn ziemlich unreif. Wegen der Ereignisse in Baku und er konnte das einfach nicht gut sein lassen. Er war aggressiv auf der Strecke und auch seine Einstellung. Er war bei Connorspot nicht mehr glücklich. Dachte, er sei zu gut für das Team. Und das ließ sie nicht gerade sympathisch erscheinen. Es ist schon kompliziert genug. Und das ist jetzt nichts, was jeder wissen muss. Das entscheidest du. Na gut. Aber diese Unehrlichkeit bereitet mir großes Unbehagen. Wir reden später weiter, okay? Ich hoffe, das geht schnell. Ein bisschen Zeit für Kasper wirst du wohl noch haben. Das hier war nicht im Plan. Bist du jetzt etwa zu beschäftigt für uns? Jetzt sag's ihnen endlich. Andreo, bitte. Kann's jetzt losgehen? Ja, Aiden hat noch ein Meeting mit Mercedes, das nicht warten kann. Es reicht! Es reicht, okay? Das muss jetzt endlich aufhören. Und genau deshalb sind wir hier. Wenn wir jetzt nicht zusammenhalten... Wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, war's das für uns. Was soll das bedeuten? Andreo? Das bedeutet, dass wenn wir nicht auf Platz 5 landen, Butler Global die Finanzierung einstellt. Und wir werden den Verlust nicht ersetzen können. Unmöglich. Wie? Was? Kasper? Ja, das stimmt. Dann sind wir am Ende. Andreo? Dann war's das. Ja. Mein Vater hat mich ins Team geholt und dann sofort damit gedroht, alles wieder zu beenden. Warum würde er das tun? Das ist so sein Ding. So, Kapitel 13. Großer Preis von Österreich im Regen. Okay, Kelly, ich weiß, was du denkst, aber vertrau mir, wir wissen, was wir hier machen. Auch wenn das ein ziemliches Glücksspiel ist. Unseren Informationen nach sollte der Regen in nächster Zeit zunehmen. Wir sind also das erste Team, das... So, Alpine und Alfa Romeo müssen wir schlagen. Verstanden. Zum Kollegen in der Box. Abstand zum vorausfahrenden Auto 7,2 Sekunden. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist offline. So, jetzt sind wir zumindest mal dran an Gasly. Und haben uns direkt Gasly und Magnussen gekrallt.
Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der Albon da vorne ein bisschen muckt. Ja, vorbei. Wir rechnen in ungefähr 5 Minuten mit dem Ende des Regens. So, vorbei an Ju. Der nächste ist der Teamkollege und dann kommt der Esteban Ocon. So, das Auto, was jetzt aus der Box kommt, ist jetzt eh wurscht. Hier ist es Alonso. Das dachte ich mir, dass der Ocon ist auf 7, Hayden auf 6, auf 8. Perfekt. So, wir sind vorbei. Wir müssen jetzt noch zwei Autos überholen. Das ist einmal Esteban Ocon und dann vor der Bottas. Und dann hätten wir so. Und Top 5 heißt es. Das heißt Bottas und Verstappen. Und davor die ganze Show, also Verstappen auf jeden Fall. Lass es jetzt auch mal sein. Du hast jetzt nichts Unnötiges probieren. Sehr gut, reife Leistung. Norris und Stroll. Und Verstappen zieht der Tisch jetzt. Das ist das Problem, dass ich sage, alle. Ah, Mann. Das Problem ist, dass es toll, wenn ich jetzt gerade ein bisschen wegbremse. So, jetzt habe ich Verstappen damit überholt, aber noch ist Rekord hatte. Bin ich auf die Kürbs gekommen? Wir haben noch ein paar Runden. So, Norris muss zurück, Stroll muss zurückziehen zu den nächsten, den Perez und Leclerc. Wir können jetzt ein bisschen nur vorne arbeiten, hoffentlich. Aktuell haben wir ein Bonusziel erreicht. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,5 Sekunden. Yep. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. So, Charles Leclerc. Der Abstand zum Hintermann beträgt 5,5 Sekunden. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den Perez vielleicht kassiere. Rein konnte ich nicht in die Lücke. Nach rechts. Deswegen nehme ich die linke Seite, die er mir aufgemacht hat, und führe. Die Strecke trocknet jetzt, aber es wird eine Weile dauern, bis das Wasser nicht mehr auf der Ideallinie steht. Oh, ich suche die Weiche Reifen aufziehen. Weiche Reifen aufziehen. Achso.
Das ist wahrscheinlich auch zu früh, oder? Ich kann ja keinen Links machen. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Jetzt. Das wollte ich eigentlich haben jetzt. Ich wollte Boxenstopp. Weil die Reifen nicht gut sind. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Noch nicht. Doch, ist es zu früh zu wechseln, oder? Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir haben noch 3, also 2 plus diese. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ja, ist doch ein bisschen heiß draußen. Und da können wir noch schon riskieren. Ja, wenn ich jetzt wechsle, schieße ich mir vielleicht ins eigene Bein. Der ist definitiv schon aktiviert. Vielleicht schieße ich mir ins eigene Bein, vielleicht schieße ich, reicht es aber. Aktueller Vorsprung sind ja 16 Sekunden, das könnte funktionieren von der Zeit her. Dass ich vielleicht nochmal aufholen kann. Los, los, los! Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser als wir dachten. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. So, es hat aber so gerade gereicht, um vor dem Rest des Feldes und da auf die Strecke zu kommen. Vor der. Klar, ich kann sofort, natürlich mit den Schultern rein, kann ich sofort wieder wegziehen. Und somit habe ich den Vorteil, dass ich am Ende der Runde noch einen extra Punkt holen kann, weil ich schnell zur Rennrunde fahren kann.
Ja, das Risiko scheint sich zu bewahrheiten. Wieder gehen sie jetzt alle. Wieder gehen sie jetzt alle nochmal in die Box. Sie bleiben, glaube ich, draußen, oder? Wir führen vor dem Auto hinter uns mit 8,6 Sekunden. Klar, wir fahren natürlich die schnellsten Reifen. Wir werden natürlich noch die schnellste Runde fahren. Die werden wir wahrscheinlich auch, wenn jetzt nicht dramatisch dazwischen kommen, wird das auch kein Problem sein. Wird noch mal eine schnellste Runde geben, definitiv. Und damit haben wir den, ja, einen Punkt. Herzlichen Glückwunsch, Kelly. Wenn du so weitermachst, könntest du mir ja doch noch das Gegenteil beweisen. Kelly? Wir dachten alle, es sei noch viel zu früh, aber Connors Board hat die Entscheidung getroffen. Näher kam an die Box und der Wechsel auf Regenreifen vor der Konkurrenz war der Wendepunkt. Man muss die richtigen Entscheidungen treffen. Und das haben heute nicht alle getan. Es ist schön zu sehen, dass Connorsport seine Chance so genutzt hat. Wunderbares Rennen von Mayer. Connorsport muss etwas anderes machen, wenn sie sich gegenüber der letzten Saison verbessern wollen. Das Timing war heute auf jeden Fall gut und Mayer beeindruckt weiterhin. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Wir haben es. So. Kelly, tolles Rennen. Beweisen, dass du falsch liegst, was war das? Ich wollte dir doch nur gratulieren, was ist los? Womit liegst du falsch, was soll ich dir beweisen? Das hatte doch nichts zu bedeuten. Ich wollte dich einfach nur ehrlich loben. Indem du mir sagst, wie wenig du tatsächlich an deine Tochter glaubst? Kelly. Auf wessen Seite bist du eigentlich? Aber es war doch ein tolles Rennen. Du hast gesagt, du hältst ihn von mir fern. Ich rede mit ihm. Warum kann er den Tiefpunkt nutzen? Er hat nicht gefragt, es ging zu schnell. Ja, er tut einfach, was er will, solange ihn niemand abhält. Ich werde mit ihm sprechen. Das war heute wirklich ein tolles Ergebnis. Vergiss das mit deinem Vater, ja? Ja. Gut. Sieht aus, als hätte er sowieso schon einen neuen Freund. Da passiert noch mal was. Da passiert definitiv noch mal irgendwas. Da bin ich mir ziemlich sicher. Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Du, der ruft jetzt eh wieder an. Oh, was willst du jetzt? Mutti. Er macht mich echt fertig, Mom. Ich sollte das nicht zulassen, aber ich ertrage es einfach nicht. Er und seine kleinen Spielchen. Sprich ihn darauf an, Kelly. Du musst etwas sagen. Ja, das habe ich jetzt auch. Und? Er sagte, er hätte es nicht so gemeint. Er hat mich gelobt. Unglaublich. Was hast du erwartet? Eine Entschuldigung? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du fährst weiter, Kelly.
Mehr kannst du gerade nicht tun. Alles andere ist unwichtig. Wenn es doch nur so einfach wäre. Das stimmt. Ich beneide dich nicht, Schatz. Ich lass dich dann mal in Ruhe. Tschüss, Mom. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen um 14 Uhr mit dem nächsten Kapitel.